Hallo und herzlich willkommen zurück zum Crusader Kings 2 Let's Play mit unserem lüsternen Herzog Hermann von Mecklenburg. Und ein unheimlich interessantes Spiel. Unser Lehnsherr König Otto von Deutschland, 25 junge Jahre alt, bricht tatsächlich in kürzester Zeit drei Kriege vom Zaum. Der erste Krieg gegen den Großfürsten von Ungarn läuft tatsächlich noch relativ gut. Mal davon abgesehen, dass unser König Otto zahlenmäßig maßlos unterlegen ist, im Gegensatz zu den Truppen hier unten. Und ich nicht verstehe, warum er jetzt nicht langsam einen Friedensschluss macht bei 36%. Aber sei es drum. Und dann bricht eine Revolte seines Bruders Tankmar aus. Der gute Tankmar, der seinem Bruder König von Otto eins auswischen möchte und hier nennenswerte Ländereien, unter anderem Braunschweig und den Bereich, ich nenne ihn mal Mitteldeutschland, um sich geschart hat und den Bruder vom Thron stürzen möchte. Er hat uns auch gefragt, ob wir mitmachen wollen. Wir sind allerdings an einem offensiven Angriffskrieg nicht interessiert. Und wäre das nicht schon genug? Macht dieser wahnsinnige König Otto von Deutschland auch noch einen weiteren Krieg gegen den König von Svirbjot. Das ist wahrscheinlich der Vorgänger von Schweden. Und hier oben irgendwo, ihr könnt ja mal gucken, Reiche, genau, gegen dieses wunderschöne nordische Reich, was wahrscheinlich in den nächsten Jahrhunderten in Schweden aufgehen wird. Und als wenn drei Kriege nicht schon eine Belastung genug wären, haben wir auch noch zusätzlich eine Epidemie vom Zaun gebrochen, nämlich die Blattern. Das schleichende Fieber ist in der Nähe und auf der wunderschönen Insel hier unten gibt es das Tanzfieber. Falls ihr jetzt erst einschaltet, ja, tatsächlich, ich verstehe nicht, warum hier Ratten rumlaufen. Das ist die Tanzwut. Ja, tatsächlich, wenn man sich diese Krankheit anguckt, dann neigen die Leute dazu zu tanzen. Die Krankheit ist, sie müssen tanzen. Und alles in allem für mein erstes Let's Play-Projekt ein, wie ich finde, unheimlich spannendes und jetzt schon mein spannendstes Crusader Kings Let's Play. Aber lasst uns einfach weitermachen und zugucken, was hier passiert. Wir haben übrigens mit unserem, ach, jetzt sammeln sich hier auch noch Truppen, mit unserem König Otto, Quatsch, wir spielen natürlich Hermann von Mecklenburg, zwei Geliebte, einmal die junge Bertha von Horns und die noch ein wenig jüngere Ursula. Die haben wir in unser Land geholt und haben wir als Geliebte. Unser Ziel ist es, möglichst viele Kinder zu positionieren und die vielleicht hier in der Umgebung strategisch zu platzieren. Vielleicht können wir somit die Erbfolge von Hamburg zu unseren Gunsten beeinflussen, dass wir den nordischen Teil hier oben komplett unserer Herrschaft haben. So, aber unser Hofspitzel Narkon hat sich nach Mecklenburg zurückgezogen. Ja, klar, natürlich. Das ist nicht verwunderlich, denn unser Hofspitzel. Oh, jetzt kommen die. Na, jetzt kommen die Schweden zu uns. Ich fasse es nicht. Ihr Lieben. Pardon. Mit tatsächlich 2.500 Mann können wir dagegen irgendetwas ausrichten. Wir haben 1.000 Mann, wir können nichts machen und wir werden nichts machen. Tja, lassen wir uns überraschen, was hier passiert. Ich vermute, sie versuchen Holstein einzunehmen. Ihr Lieben, ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Und das liegt nicht daran, dass es morgens 8 Uhr ist und ich noch nichts gefrühstückt habe, als ich dieses Video aufnehme, sondern es liegt daran, dass hier 3.500 Mann bei uns in unserem wunderschönen Lande stehen. Und hier nichts und wir nichts machen können.
weil wir ein friedliebender Herrscher sind. Vielleicht war es ja auch gar nicht die schlechteste Entscheidung. Dies sind finstere Tage. Meine Gattin Jutta wird von nässenden Wunden und hohem Fieber gepeinigt. Ich habe gerade erfahren, dass es sich bei ihrer Krankheit für wahr um die Pocken handelt. Die Pocken! Die Pocken! Reicht es nicht schon, dass wir die Blattern in unserem Land haben? Müssen wir jetzt auch noch die Pocken in unserem Land haben? Ich fass es nicht. Lasst sofort unseren Hofarzt kommen. Einmal gucken, wie es hier bei uns aussieht. Krankenhäuser haben wir erst in Lübeck. Die Jutta ist schwanger. Wunderbar. Mit den Pocken im Körper. Na, das kann ja was werden. 4.500 Mann. Ja. Die Niederlage war nicht verwunderlich. König Otto, wo hast du uns da reingezogen? Oh, 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 oh. Oh nein, nein, nein. Die Ehefrau Jutta Adelfinger ist im Alter von 23 gestorben, starb an Pocken. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Versuchen wir, die Junge zu heiraten. Zack. Die junge Bertha von Homs zu heiraten. Mal gucken, ob es klappt. Dann hätten wir nämlich eine Beziehung übrig, nämlich mit der jungen Ursula. Ja, wunderbar, es hat geklappt. Vorheriger Ehepartner, die Gattin ist gestorben. Ab zur nächsten. Eine wunderschöne junge 19-Jährige, die Bertha von Hornes. Sehr gut. Wie bitte? Wie, was? Unsere Gattin, die geliebte Ursula ist auch gestorben? Ich fass es nicht. Sie starb an schlechter Gesundheit. An was ist sie denn jetzt gestorben? Schlechter Gesundheit? Wahrscheinlich an irgendeiner Mischung aus Blatternpocken, die hier in unserem Land herrscht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wie es aussieht. Einen Moment. Pardon. Wie es aussieht, scheint unser junger König Otto gar nicht so schlecht zu agieren. Hier unten versuchen gerade 6.500 Mann das wunderschöne Ländchen Eppenstein einzunehmen. Oh, das sieht ganz erfolgreich aus, denn seine Truppen befinden sich hier oben im Norden und haben tatsächlich, vielen Dank, lieber Otto, haben jetzt ein vierter Krieg. Was ist, ein vierter Krieg, ich fass es nicht. Was ist das denn? Bordan, der slawische Aufstand. Das ist doch unglaublich. Wo kommen die denn jetzt her? Von hier hinten irgendwo. Das ist doch unglaublich. Ich fasse es nicht. Jetzt gibt es auch noch einen slawischen Aufstand. Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, und wir werden wieder belagert. Herzlichen Glückwunsch. Dann bauen wir hier unten ein Hospital, sobald wir wieder ein Reichtum von 100 angesetzt haben. Unser Prestige ist auch gewaltig ins Minus gerast. Minus 48. Der Bürgermeister ist an meinen Hof zurückgekehrt. Sehr gut. Sehr gut. Aber wir müssten uns jetzt dringend um neue Geliebte kümmern, um möglichst viele Kinder zu produzieren. Einmal an unseren Hof geguckt, ob wir noch irgendwelche jungen Frauen hier haben. Nein, natürlich nicht. Deswegen, ja. Das war zu erwarten ohne Truppen.
Deswegen. Werde ich mal zu den Entscheidungen gehen und eine Debütantin präsentieren. Sehr gut. Die gute Konstanz. Und wir werden sie verführen. Aber sicher. Sehr gut. Auf. Zur ersten Geliebten nach der schändlichen Krankheit. Die wir Gott sei Dank überstanden haben. Wir haben unsere Gattin Bertha von Mecklenburg und zwei unserer wunderschönen Frauen, Ursula und unsere frühere Gattin, die Jutta, sind an dieser Krankheit verstorben. Schrecklich. Einfach schrecklich. Ich habe dafür gesorgt, dass Konstanze auf dem Kopfkissen einen parfümierten Liebesbrief findet, indem ich um sie werbe. Ich glaube, es funktioniert, denn auf meinem Kopfkissen habe ich einen Brief gefunden, in dem Konstanze ihre Zuneigung bekundet. Ja, sehr schön. Und weiter natürlich. Wie läuft der Krieg unseres Lehnsherrn Otto? Ja, hier unten -8% gegen unsere Ungarn. Da hätte er vielleicht einen weißen Frieden schließen sollen, als er es konnte. Wie der Zufall es wollte, traf ich Konstanze alleine in der Küche, als sie gerade das Nachtmahl einnehmen wollte. Wir unterhielten uns und lachten miteinander bis in die Morgenstunden, und ich denke, dass unsere Sympathie füreinander wächst. In der Hoffnung, es richtig einzuschätzen, lehne ich mich vor und flüstere ihr etwas ins Ohr. Gucken wir uns das nicht an, wir nehmen direkt das unzüchtige Verhalten. Ja, sehr schade. Konstanze wich zurück, errötete und stotterte vor dem Verschwinden eine hastige Entschuldigung. Das versuchen wir einfach nochmal. Später. Aber jetzt gibt es hier insgesamt 3.500 Leute plus 1.500 plus 2.200 und wir stehen mit 3.300 dem gegenüber. Ich habe dafür gesorgt, dass ich diese unwichtige Feierlichkeit in Travemünde besuchen kann, um Konstanze zu verführen. Wir haben den ganzen Abend getanzt und uns unterhalten und sie ist mir eindeutig nicht abgeneigt. Ich denke, auf einen Schluck Mehl zu mir ins Gemach, Milady. Na, wunderbar. Ich weiß genau, wie man Frauen beschwatzt. Konstanze und ich haben eine süße Nacht in ihrem Bett verbracht. Ich verschwand in den Morgenstunden. Wahrscheinlich hat man am Hof nichts bemerkt. Das hoffe ich jedenfalls. Lasst unsere Liebe wachsen. Wunderbar. So, der nächste Kampf gegen die deutsche Revolte. Die Blattern sind bei uns bald wieder verschwunden. Nur noch Werle ist angesteckt. Hier oben gibt es starke Verluste. Das sieht man an diesem Grabstein hier. Eine Blatternepidemie. Tja. Ein inkompetenter Kammerer hat eine Gruppe von Schmugglern Einlass in die Grafschaft Holstein gewährt. Wie es scheint, hat er in seiner Einfalt diese Menschen für Kaufleute gehalten. Na super. Unser Kämmerer ist ein Taugenichts. Und er hat keine Gattin. Nichts. Gut. Verflixt. Der erste Krieg scheint relativ gut gelaufen zu sein. Der Krieg gegen die Schweden läuft ebenfalls gut. Das hier unten kann eigentlich mit den aktuellen Truppen nicht gewonnen werden gegen 7.000 Leute in meinen Augen. Das ist eigentlich unmöglich. In letzter Zeit sind viele Bauern in die Grafschaft von Lübeck gezogen. Kämmerer Meinhard schlägt vor, neue Straßen zu bauen, damit die Bauern die zentralen Liegenschaften leichter erreichen können. Er ist davon überzeugt, dass dieser Wohlstand, dass dies den Wohlstand in der Grafschaft steigern würde. Wollen wir ihn das wirklich machen lassen? Auf der anderen Art und Seite können wir auf 25 Prestige verzichten? Ich glaube nicht. Wir bauen uns Straßen für unsere Bevölkerung. Können wir solche Bauprojekte hier irgendwo sehen? Ich glaube nicht. Hospital haben wir. Große Bauwerke ansehen. Kulturelle Fortschritte auch klar. Beute aus der Grafschaft? Nee, ich glaube nicht.
Kann man in unserem Rad sehen, Kamera. Ja. Niedere Titel. Dietrich ist in unserem Hof eingetroffen. Nur dann. Als die von Eichenhaupt bekannt. Das Schicksal ist mir wohlgesonnen. Meine Gattin Bertha ist schwanger. Wunderbar. Nach, wie lange spielen wir jetzt? Jahren des Spiels. Endlich die erste Schwangerschaft. Super. Sehr schön. Häuptling Nakon ist an meinen Hof und Rat zurückgekehrt. Er ist wieder in der Lage, seine Pflichten als Hofspitzel auszuüben. Sehr schön. Was passiert noch so? Unsere Besitztümer werden belagert. Auch klar. Besitztümer in Holstein werden belagert. Ja, ja, ja. Alles klar, verstanden. Oh, die Konvertierung von Ungarn. Der Stamm von Ungarn wurde zum katholischen Glauben konvertiert. Eine Gruppe von Priestern, die von dem durchlauchten Doge von Venedig entsandt wurde, hat ein großes Ritual durchgeführt, bei der die gesamte Bevölkerung von Ungarn zusammen mit Großfürst Solta und vielen seiner Vasallen konvertiert wurde. Ja, sehr schön. Durch diese Tat hat das Volk von Ungarn seinen alten heidnischen Göttern ein für allemal abgeschworen. Sehr gut. Pietro. Gut, sehr schön. Sie wurden von Gott berührt. Gucken wir uns mal die religiöse Karte an. Wie sieht's hier aus? Oh mein Gott, wir sind slawisch? Wir sind noch nicht katholisch? Eieieiei. Aber zumindest die Ungarn sind berührt worden. Wir sind tatsächlich noch keine Katholiken. Wie konnte das denn passieren? Religion? Slawisch? Ich fasse es nicht. Das ist ja eine Katastrophe. Katholisch. Ihr Lieben, wenn ihr dieses Video seht, vielleicht könnt ihr mir ja verraten, wie ich es schaffe, meine Religion selbsttätig zu konvertieren. Und ob das überhaupt möglich ist. Ich bin ehrlich, ich weiß es gar nicht. Vielleicht über den Tab Religionen. Abt Meinhard. Ja, vielleicht können wir das über... Der Kanzler wird es wahrscheinlich nicht können. Der Hofkaplan, was kann der machen? Bekehren, sehr gut. Entsendet euren Hofkaplan, um die verlorenen Seelen einer Provinz zu versorgen. Ja, das wollen wir machen. Nein! Wir können Holstein und Hamburg konvertieren. Nein! Das ist die falsche Richtung. Um Gottes Willen. Wir wollen doch andersrum. Wir wollen doch zum Katholizismus. Oh Mann. Ist unser guter Sigmund etwa ein Katholik? Oh oh. Oh oh oh. Das hört sich erstmal nicht gut an. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie ich zum Katholizismus konvertieren kann, wenn ich dem Hofkaplan nicht sagen kann, dass er das machen soll. Provinzen sabotieren, das wollen wir alles nicht. Bauhofs nicht. Revolten unterdrücken, Truppen ausbilden, brauchen wir auch nicht. Unmut sehen. Ansprüche fingieren. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein. Gibt es irgendwelche Sachen, die ich in meinen Gesetzen machen kann? Reichsgesetz Zentralisierung. Status der Frau, das wollen wir Titel aberkennen. Nein, es werden keine Titel aberkannt. Pflichten auch nicht, der Rat. Also wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Aber ich kann hier einen Anspruch erbeten. Nach Geld fragen. Invasion erbeten? Nein. Scheidung erbeten. Exkommunikation erbeten. Okay. Ach, wunderbar. Ihr habt einen neuen Erben. Sollte euer Charakter nun sterben, werdet ihr fortan als
Amalie Billung weiterspielen. Um Gottes Willen, nein. Herzog Hermann von Mecklenburg und Herzogin Bertha, die Eichenhaut, haben eine Tochter mit dem Namen Amalie. Nein, 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 nein. Wie können wir unsere Tochter benennen? Sie ist die Erstgeborene. Das ist die gute Elfriede von Lübeck. So, liebste Elfriede. Wunderbar, unsere erste Tochter. Ich hoffe ja darauf, dass unsere Konstanze ebenfalls bald schwanger wird. Wie es die Tradition verlangt, unterzog sich meine Frau Bertha ihrer Verkirchlichung, nachdem sie sich von der Schwangerschaft erholt und gereinigt hatte. Sie fühlte sich viel besser, nachdem sie zurückkehrte, und war sichtlich erleichtert, sich nach ihrer erzwungenen Abstinenz voll und ganz der Kirche zu widmen. Ja, wunderbar. Das freut mich. Sehr gut. Der Papst Leo ist gestorben und sein Nachfolger ist Leo der Achte. Na. Papst Leo hat auch eine halbwegs hohe Meinung von mir. Passt. So, während wir weiterlaufen, gucken wir uns jetzt nochmal unsere Elfriede von Lübeck an. Sehr schön. Das sieht gut aus. Einen Fokus. Welchen Fokus wählen wir für unser erstes Kind? Ich persönlich wähle für Frauen immer als allererstes gerne die Demut. Denn Bildung und oder Diplomatie finde ich eine ganz gute Eigenschaft als möglicherweise zukünftige Herrscherin. Die Kirche ist ein gieriges Ding, das immer mehr Almosen will. Aber ich habe tiefe Taschen, es ist für einen guten Zweck. Wie bitte? Aber jetzt wollte ich tatsächlich nur mal gucken, ob unser Hermann tatsächlich, er ist katholisch. Der gute Hermann ist katholisch. Sein Vater, kann ich das hier sehen? Billung, Billung. Das kann ich hier leider nicht sehen. War auch katholisch. Starb an Krebs. Meine Gattin ist katholisch. Das Haus von Worms. Na dann. Ja. König Otto, ganz klar, ist auch katholisch. Also der hat echt viele Eigenschaften. Aber das interessiert uns nicht. Tötungsliste. Der hat eine Tötungsliste? Ach du Herr Jemine. Ein Schamane von Gyor. Na, da scheint er jemanden im Kampf gefangen genommen zu haben. Radbot. Okay. Ah. Na so, schau, guck. Radbot ist getötet worden. Und sein Lehnsherr war Herzog Eberhard von Franken, der gefangen wurde. Scheinbar hat sich das hier aufgelöst. So. Oh Gott, das sieht ja schrecklich aus. Das Hospital in Lübeck erlebt einen Ansturm von Menschen, die Nahrung und Obdach suchen. Es kann schon jetzt kaum noch mithalten. Vielleicht ist die Gelegenheit günstig, einen guten Eindruck zu machen. Ja. Ich denke, er ist ein gütiger Mensch. Das macht er. Almosen und weitere Güter wurden ins Krankenhaus gebracht. Es wird das Leben der Bedürftigen erleichtern. Die Frage ist jetzt, wie sich diese Großzügigkeit am besten präsentieren lässt. Oh ja. Das ist ein Geschenk Ihrer Gnaden, Herzog. Erlangt 100 Prestige. Und er ist stolz. Monatliche Prestige. Ah ja. Gott hat dies ermöglicht. Das ist mir egal. Wir sind keine Kirchengänger.
Das Reich bot diese Gaben an. Plus Diplomatie, Meinung von Vasallen, Meinung durch gleiche Merkmale. Auch sehr interessant. Ich mache dies für das Volk. Er ist bescheiden, monatliche Pietät. Ah, hier haben wir, aber hier müssen wir aufpassen. Meinung durch Gegensätze, Merkmale, weitere minus 5 runter. Das ist nicht gut. Prestige bekommen wir plus 3 und Pietät plus 2. Ja. Ich bin tatsächlich gewollt, das Reich bot diese Gaben anzuwählen. Meinung der Vasallen. Ich habe relativ viele Vasallen. Damit binde ich die Stärke an mich. Aber wenn wir sterben, dann bringt das auch nichts mehr. Dann müssten wir vielleicht etwas langfristiger denken. Risiko nationaler Revolte minus 2% und allgemeine Meinung plus 5. Bescheiden. Wir nehmen das. So, ihr Lieben. Jetzt werden wir uns nochmal zum Schluss unser Reich angucken. Ach, du ahnst es nicht, das sieht ja nicht gut aus. Deutschland geht jetzt bis in diesen Bereich hier oben rein. Wir sind hier unten vertreten. Die ungarische Revolte herrscht hier unten. Ja, okay. Wir sind anscheinend etwas unzufrieden damit, dass in Ungarn plötzlich der Katholizismus herrscht. Wir werden von einer slawischen Revolte belagert. Wir werden im Norden belagert. Obwohl wir einen relativ hohen Kriegsstand haben gegen die schwedischen Eroberer, würde es mich tatsächlich freuen, wenn unser Herrscher Otto tatsächlich mal einen Frieden schließen würde, liebster Otto. Dass ihr euch in schwedische Eroberung von Holstein anschließt? Nein, um Gottes Willen, nein, wir werden hier niemanden anschließen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir für diese Folge auch wieder fertig und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.